Moin. Heute mal nicht live aus dem Wald. Und ich möchte ganz gerne über das Thema Geld sparen in Norwegen reden. Und dabei möchte ich die Kategorien Essen, Wohnen und Transport durchgehen. Und ich werde versuchen, dieses Video ein bisschen kürzer und knackiger zu halten, als ich das vielleicht manchmal mache. Dann wird die Orientierung ein bisschen leichter. Um die Orientierung weiter zu vereinfachen, werde ich auch die Kapitel unten in die YouTube-Leiste tun, sodass man besser navigieren kann. Dann fangen wir mal an. So, das erste Thema sind Einkaufsläden. Und da das einige sind und ich mir die Reihenfolge jetzt nicht auswendig merken kann oder möchte, werde ich das hier einfach von meiner Notiz-App ablesen. Und aber ein paar Kommentare dazu geben. Und dann vielleicht noch so die Logos oder sowas einblenden im Video. Okay, also in der Reihenfolge von teuer zu billig fangen wir an mit Meny. Das ist ein Laden, wo man quasi das Äquivalent von Whole Foods kriegt. Also ein sehr feiner Laden mit generell guter Auswahl und vielen Sachen, die man sonst vielleicht irgendwo nicht bekommen würde. Allerdings mit dem Nachteil, dass auch Sachen, die man woanders bekommen würde, die Preise relativ hoch sind. Also hier kann man gut einkaufen, muss aber damit rechnen, dass der Einkauf insgesamt relativ teuer wird. In der Kategorie danach kommen Bunnpris und Joker. Beide davon sind so ein bisschen Läden, die die Nische haben, dort zu sein, wo halt kein anderer ist. Also zum Beispiel irgendwo auf dem Dorf, wo wirklich nichts los ist. Da würde man typisch Bunnpris finden oder Bunnpris würde man auch direkt neben einem Studentendorf finden und so weiter und so fort. Bunnpris steht für Bodenpreis. Allerdings, oh Gott, wird so hell. Allerdings ist Bodenpreis hier leider gar nicht der Fall, sondern Bunnpris ist relativ teuer. Dafür ist die Auswahl meistens so lala und ja, es gehört genauso wie Meny zu den Einkaufsläden, die keine krasse Konkurrenz unter sich haben wollen und deswegen der Preis relativ hoch ist. Und für YouKit gilt eigentlich dasselbe. Ich habe von YouKit einen bisschen besseren Eindruck als von Bunnpris, aber beide davon, die würde ich eher umgehen, weil sie teuer sind, aber nicht so schöne, tolle Produkte haben. Wenn man sich mal was gönnen möchte, dann geht man eher zu Meny als zu Bunnpris und YouKit. Also, ja. Dann folgt CoopPrix in der Reihenfolge. CoopPrix ist eine der vielen verschiedenen Coop-Arten, die es hier gibt. Also Coop ist ein Cooperative. Das gibt es auch in anderen Ländern, das ist nicht Norwegen exklusiv. Aber gerade CoopPrix ist eben so, dass es günstig sein möchte, aber nicht so richtig günstig ist. Ist aber nicht verkehrt. Also falls man das sieht, würde ich da eher reingehen als Bunnpris. Die Auswahl ist Durchschnitt wahrscheinlich. So, dann sind wir in der untersten Preiskategorie angekommen. Hier soll man aber nicht davon ausgehen, dass teuer gleich besser ist. Vielleicht mit der Ausnahme von Meny. Aber wie gesagt, da sind auch die günstigen Sachen relativ teuer. Deswegen würde ich da wirklich nur die Sachen holen, die man woanders nicht kriegt. Und dann würde ich in diese Läden gehen, die jetzt in der Liste folgen. Das sind nämlich Rema 1000, also Rema 1000, auch als Rema bekannt. Coop Extra und Kiwi. Wahrscheinlich ist Rema 1000 davon das, was am ehesten so an unser Rewe rankommt. Aber dafür sind die Preise relativ günstig. Das gleiche kann man von den Preisen auch von den anderen beiden Läden behaupten. Allerdings haben die ein bisschen weniger edles Feeling. Und ich habe das Gefühl, dass Coop Extra eher so klein ist und Kiwi ist vielleicht so ein bisschen das Äquivalent zu unserem Netto. Allerdings sind die Preise in den Läden so Pi mal Daumen dieselben. Je nachdem, welche Produkte man haben möchte, muss man dann allerdings schauen, ob jeder Laden das hat, weil es eben nicht dieselbe Auswahl ist. Ich persönlich gehe am liebsten zu Rema 1000 und hole da alles, was ich brauche. Und falls es mal irgendwas nicht gibt, dann gehe ich entweder zu Meny, was es allerdings in unserer Stadt nicht gibt. Oder, und das ist quasi ein kleiner Bonus, ich gehe zu internationalen Läden. Also vielleicht würde das bei uns als Asia-Läden bekannt sein. Und da gibt es dann alles von Sushi-Zutaten über exotisches Gemüse wie Cassava oder Kochbanane etc. Kann ich sehr empfehlen. Da gibt es auch oft ziemliche Schnäppchen bei. Dann kommen wir noch zu einem Laden, der quasi eine Art kleiner Bonus ist. Das ist Holbart. Und da kriegt man Lebensmittel und andere Produkte, die entweder abgelaufen oder fast abgelaufen, aber trotzdem noch gut sind. Also quasi, dass sie ein bisschen die Lebensmittel retten. Oder man kriegt Produkte, die zum Beispiel ein falsches Label bekommen haben. Also irgendwelche Druckfehler oder sonstiges. Und da kann man wirklich die lächerlichsten Schnäppchen machen. Das eine Mal haben wir 10 Kilogramm so Soja-Patties kaufen wollen oder haben wir 10 Kilogramm Soja-Patties dort entdeckt. Und was vielleicht normalerweise locker 100 Euro gekostet hätte, hat uns dann so 15 Euro gekostet. Und
Wow, das war ein Schnäppchen. Also sowas kann man da kriegen. Das Ding ist bloß, dass gerade Hallbard keine gewöhnliche Kette ist, sondern dass sie wenige Standorte haben. Ich packe die Website des Ladens mal in die Beschreibung und dort kann man dann sehen, welche Standorte sie haben. Dann ist hier nochmal eine kleine Übersicht der Klassen der Lebensmittelläden, die ich hier genannt habe. Dann kann man sich vielleicht daran orientieren. Und jetzt kommen wir noch zu den Bonus-Apps. So, wie ich in meinem Frage- und Antwort-Video schon mal gesagt habe, ist in Norwegen sehr viel digital. Und da ist Essen sparen, Geld beim Essen sparen auch keine Ausnahme. Denn hier gibt es die App Too Good To Go. Die könnt ihr einfach in eurem, was auch immer, Store googeln oder suchen. Die App zeigt einem Standorte an, wo man hingehen kann, um so eine Art, ja, Überraschungstüte oder Überbleibseltüte aus meinetwegen einer Bäckerei, einem Lebensmittelladen oder was auch immer. Es sind auch oft Restaurants und Cafés und sowas dabei, dass man Sachen, die entweder, weiß ich nicht, bei einer Bäckerei zu hart werden oder Sachen, die sonst ablaufen oder was auch immer die für Gründe haben, dass sie das günstig weggeben möchten, anstatt wegzuwerfen. Da kann man solche Too Good To Go Tüten kaufen. Die kosten dann ziemlich wenig. Da ist alles Mögliche drin. Man hat keine Kontrolle darüber, was da drin ist. Aber wenn man zum Café geht, dann weiß man ja, ja, da ist jetzt was anderes drin, als wenn ich zum Schlachter gehe oder so. Genau, in der App könnt ihr dann die Standorte finden, die dabei mitmachen und könnt dann da hingehen. Ich weiß gar nicht genau, ob man sich dann was da reservieren muss per App oder ob man da einfach da hingeht. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, weil es hier in der Gegend nicht gibt. Aber damit kann man auf jeden Fall nochmal zusätzlich versparen. Und dann nochmal ein kleiner Zusatz, der allerdings nicht nur für Norwegen gilt, sondern für die ganze Welt. Für die Leute, die gerne vegetarisch oder vegan leben möchten, gibt es die App Happy Cow und da kann man dann sehen, wo es vegetarische oder vegane Restaurants gibt oder Cafés. Dazu muss man dann sagen, dass Norwegen irgendwie ein bisschen gespalten ist, was sowas angeht. Einerseits haben sie super gute Angebote, was vegan und vegetarisch angeht. Andererseits sind sie wirklich noch nicht so weit wie Deutschland. Also, naja. Oh ja, dann noch ein Bonus-Bonus-Tipp für diejenigen, die Bock darauf haben. Beeren und Pilze sammeln in Norwegen ist sehr leicht. Also hier wachsen unglaubliche Mengen von beiden. Ja, wer Bock dazu hat, kann in relativ kurzer Zeit relativ viel finden. Wahrscheinlich fast egal, wo im Land man ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Art und Weise, das Geld zu sparen. So, dann kommen wir zum mehr oder weniger nächsten Thema. Wir sind immer noch beim Essen. Allerdings geht es diesmal um Restaurants und Essen bestellen. Essen bestellen ist hier generell deutlich unüblicher als in Deutschland. Also vielleicht machen Studenten das, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte, die da dann hintersteckt. Allerdings sind die Preise, die man hier erwarten kann, vielleicht so das Dreifache von dem, was sie in Deutschland sind, weil es einfach unüblich ist und weil halt die Lohnkosten der Mitarbeiter hoch sind. Auch etwas, was ich in meinem Frage- und Antwort-Video besprochen habe. Ein kleines Beispiel dazu ist vielleicht, dass ich von einer Gebirgswanderung wieder gekommen bin. Dann war es Sonntagabend, relativ spät. Die Läden hatten leider schon zu. Die haben ja sonntags durchaus nicht immer zu, sondern die haben sonntags auf. Das hängt mit der Ladengröße zusammen. Anderes Thema. Und dann habe ich mir eine Pizza bestellt. Allerdings muss man natürlich über die Mindestbestellkosten kommen. Und in diesem Fall waren die Mindestbestellkosten, glaube ich, 25 Euro umgerechnet. Also habe ich mir eine Pizza bestellt. Das war eine normale große Pizza, die hat, ich glaube, 29 Euro oder so ein Quatsch gekostet. Also die war gut und alles, aber ja, wisst ihr Bescheid. Dann zu Restaurants. Restaurants sind hier durchaus nicht unüblich. Allerdings würde ich sagen, dass man schon weniger oft im Durchschnitt hingeht als in Deutschland. Und die Preise sind, Überraschung, ziemlich hoch. Also falls man Geld sparen möchte, dann ist Norwegen nicht das Land, um essen zu gehen. Es gibt ja Länder wie zum Beispiel Korea, USA oder Japan, wo das durchaus relativ üblich ist, essen zu gehen, um Geld zu sparen. Also im Gegensatz zu selbst zu kochen. Norwegen ist nicht so ein Land. Dann kommen wir zum Thema Wohnen und Wohnpreise. Da hängt es, glaube ich, fast ausschließlich von der Stadt ab. Die teuersten Städte sind scheinbar Oslo und Tromsø. Wahrscheinlich ist Bergen auch noch relativ gut dabei, Trondheim. Ja, halt alle, die ja ein bisschen größer sind, aber gerade besonders Oslo und Tromsø sind extrem teuer. Also Oslo, ich habe letztens gelesen in den Nachrichten, dass es ein Problem für Leute in Oslo ist, die entweder gerade frisch mit der Ausbildung fertig sind, ob es jetzt Studium oder normale Ausbildung ist, oder die einfach unter den Geringverdienern sind. Der Unterschied ist ja weniger groß zwischen Maximum und Minimum als in Deutschland. Das habe ich auch in meinem Frage- und Antwort-Video besprochen. Aber
genau, diese beiden Gruppen haben so sehr Probleme, sich irgendeine Art von Wohnung in Oslo zu leisten, dass scheinbar 99% davon, dass deren Budget sprengt. Und das ist schon ganz schön extrem, wenn quasi solche Leute aus der Stadt gedrängt werden. Ja. Ich würde sagen, je ländlicher man kommt, desto einfacher wird es, eine gute Wohnung zu finden. Und um mal so grob die krassen Preisunterschiede zu unterstreichen, wenn man hier einen kleinen alten Bauernhof kaufen würde, so wie den, auf den wir letztens aufgepasst haben, dann kostet das hier in der Gegend von Steintier, hier ist seine Karte, dann kostet es ungefähr so, ja, 4 Millionen Kronen, also 400.000 Euro. Dasselbe in Trondheim kostet vielleicht so 10 Millionen Kronen, also 1 Million Euro. Und das sind 2 Stunden Autofahrt. Also natürlich macht das einen großen Unterschied, von wegen Location, Location, Location. Aber wenn man denkt, man kann sich eine Wohnung nicht leisten, aber man unbedingt die eine Art von Wohnung haben möchte, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht einfach an einen anderen Ort ziehen möchte oder Ort ziehen sollte. Dann kommen wir zum Thema Transport. Wenn man reisen möchte und weiß, dass man nur eine Strecke machen möchte, sagen wir, man möchte von Tromsø nach Oslo kommen oder von irgendwo in der Nähe von Bergen nach Bergen, dann kann man ja vielleicht schnell verleitet werden, einfach ein Mietauto zu nehmen, weil das die leichte Lösung ist und angenehm und so weiter und so fort. Da muss man sich ja im Bewussten sein, dass Mietautos natürlich was kosten, also relativ viel kosten, also wahrscheinlich genauso viel wie in Deutschland, aber verglichen mit Bahntickets ist das ja immer noch relativ viel. Und dann muss man auch dran denken, dass es in Norwegen Maut gibt und die Maut variiert je nachdem, wo man ist. Zum Beispiel einmal durch Oslo zu fahren kostet, glaube ich, alleine Maut so 20 Euro. Da muss man vielleicht zweimal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht die Straßenbahn nehmen möchte, falls das eine Option ist. Es gibt auch Brücken mitten im Nichts, die einfach so teuer waren, dass sie 15 Euro kosten, um drüber zu fahren und die sparen dann 3 Stunden Fahrt oder so. Ja. Aber wenn man plötzlich aus dem Tunnel kommt und dann ist da die Brücke und man kann nicht umdrehen und tada, 15 Euro, danke sehr. Ja, muss man vielleicht drüber nachdenken, dass das passieren kann. Außerdem gibt es oft Fähren, die einen über den Fjord bringen und die gehören quasi auch einfach zur Straße. Da wird kein großes Trara drum gemacht oder sonstiges. Und auch die können relativ schnell relativ viel kosten. Allerdings, es sind jetzt keine Unsummen, also man kann das schon machen. Oh, wir sind in 2017 für einen Monat durch Norwegen gefahren, da sind 250 Euro Kosten entstanden. Es sind halt 250 Euro Bonuskosten. Wenn man das nicht umgehen kann oder möchte, okay. Aber falls man, wie wir zum Beispiel vor 2 Jahren, einfach von, wir waren in Odda bei Bergen, da wo Trolltunga ist und sowas, und wir wollten zurück nach Bergen. Dann haben wir einfach ein Busticket gekauft. Das hat uns 99 Kronen gekostet, also ungefähr 10 Euro. Und das hat uns erstmal in relativ kurzer Zeit dahin transportiert. Und dann haben wir viele Mautstationen passiert, die alleine mehr gekostet hätten. Und wir sind über eine Fähre gefahren, die auch mehr gekostet hätte als das Busticket. Und ja, wir sind günstig und leicht weggekommen. Einfach nur dadurch, dass wir den Bus genommen haben, dessen Preise Maut und Fähren und all so ein Quatsch einfach mit drin haben. Dann ist natürlich gut zu wissen, wie kann ich denn die Buslinie finden, die ich ganz gerne hätte. Oder die Busverbindung oder die allgemeine Verbindung. Ja, in Norwegen war es bis vor kurzem relativ kompliziert, weil jedes Bundesland seine eigene App hatte und auch immer noch hat. Aber jetzt gibt es quasi eine All-in-One-Lösung und das ist die App Entur. Und damit kann man Tickets für mehr oder weniger alles kaufen. Falls das nicht der Fall ist, dann steht da bestimmt dran, was für eine Reisegesellschaft das ist. Oder man kann mit den Leuten reden und kann sicherlich immer mit Karte bezahlen. Das sollte kein Problem sein. Aber um überhaupt erstmal die Verbindung zu finden oder gegebenenfalls auch um zu bezahlen, kann ich sehr die App Entur empfehlen. Entur sollte sowohl Busse als auch Züge umfassen. Und das ist vielleicht auch interessant, wenn man nämlich weiterreisen möchte, sagen wir auf die Lofoten, was ja vielleicht kein unrealistisches Ziel ist. Dann fliegt man wahrscheinlich erst nach Trondheim und dann kann man den Zug nach Bodø nehmen, wo man dann die Fähre nimmt. Ja. Okay, das Ganze kann man ohne Probleme in Entur buchen, einfach als ein Ticket quasi. Und es ist auch vielleicht schön zu wissen, dass es Nachtzüge gibt. Es gibt vielleicht sicherlich mehr Verbindungen, als ich kenne. Aber zum Beispiel Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen oder Trondheim-Bodø. Das ist alles als Nachtzug verfügbar. Da kann man auch für 100 Euro so eine kleine Kabine kaufen. Das sind 2 Betten übereinander drin. Und also ich fand es eine ganz schnucklige Erfahrung. Allerdings, ja, den Schlaf, den man kriegt, der ist so mittelmäßig. Jedoch kann man sich dann, wenn man meinetwegen einfach nur wandern möchte oder sowas, quasi über Nacht von Ort A nach Ort B teleportieren für einen relativ günstigen Preis und ohne viel Aufwand. Dann vielleicht noch ein kleiner allgemeiner Tipp.
wenn es um so Sachen wie Klamotten oder Allgemeines geht, dann kann man entweder in die vielen Gebrauchtläden gehen, die es in Norwegen gibt. Fretex ist zum Beispiel eine beliebte Firma. Also Firma, das ist eine Gebrauchtladenkette, Secondhand-Ladenkette. Ansonsten gibt es die Website finn.no. Das ist quasi wie eBay Kleinanzeigen, nur dass die Leute weniger unvertrauenswürdig sind, sage ich mal. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe damit alles Mögliche gekauft, zum Beispiel das Objektiv, durch das ihr gerade guckt. Und also damit kann man leicht viel Geld sparen. Also wir haben viele unserer Möbel daher und so weiter und so fort. Also ist auch nicht so, als würde man dann nur schlechte Qualität kriegen. Oft ist es ja so, dass die Leute meinetwegen einfach irgendwas loswerden wollen. Es steht im Weg und dann kann man da ein Schnäppchen machen. Falls ihr noch weitere Vorschläge habt, wie man Geld sparen kann, dann tut die doch bitte in die Kommentare. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was sparen, wer weiß. Falls dir das Video gefallen hat, dann... Also scheinbar hilft es dem Algorithmus, den Kanal zu finden, wenn man einen Daumen hoch gibt und ja, es ist abonniert und so ein Quatsch. Ja, macht das, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann nicht. Und falls ihr weitere Videowünsche habt, dann tut das gerne auch in die Kommentare. Ich lasse mich gerne von euch inspirieren und hoffe, dass man sich dann beim nächsten Mal sieht. Schönes Wochenende!